Falls es dich interessiert, welche Aktien bei mir nicht so gut laufen, dann solltest du unbedingt dranbleiben, denn in diesem Video zeige ich dir meine Top 5 Aktien bzw. meine Flop 5 Aktien in meinem Langzeitdividendendepot. Hallo und willkommen zurück bei PG Finanzen. Mein Name ist Pascal und wie gerade eben angekündigt, zeige ich dir heute meine Aktien, die nicht so gut performen. Ich habe schon ein Video gemacht, meine Top 10 Aktien, verlinke ich mal hier oben in der Infobox. Ja, und dass es auch an der Börse nicht immer nur bergauf geht, das ist glaube ich jedem klar. Es gibt aber auch Phasen oder auch Titel, die einen Totalverlust haben. In meinem spekulativen Depot habe ich davon auch ein, zwei Aktien im Depot. Dazu gibt es auch später nochmal ein Video, aber jetzt beziehe ich mich nur auf meine Top 5 bzw. Flop 5 der Dividendentitel, die ich habe im Depot. Und ja, wie gesagt, es geht nicht immer nur bergauf, es geht auch bergab und ich zeige hier auf meinem Kanal immer alles ganz transparent, also auch wenn es mal nicht so gut läuft. Mein spekulatives Depot ist derzeit bei minus 45%. Da habe ich aber auch schon die Aktien, die gut gelaufen sind, die habe ich da schon verkauft und rausgezogen. Also dementsprechend sind da jetzt wirklich nicht mehr so gute Titel drin. Vereinzelt ein paar, aber die reißen das halt nicht ganz raus. Aber im heutigen Video geht es, wie gesagt, um meine Langzeitdividendenstrategie und auch dort sind Titel dabei, die nicht so gut laufen. Ich logge mich gleich bei Trade Republic ein, denn bei Trade Republic habe ich mein Langzeitdividendendepot, das weißt du sicherlich. Wenn du mich schon länger verfolgst, falls du neu auf dem Kanal bist, ja, ich habe ein spekulatives Depot bei der Consorsbank, ein Trade Republic Depot bei, ein Langzeitdividendendepot bei Trade Republic und ich habe noch ein Binance Wallet, ein Crypto Wallet, wo ich Ethereum halte. Genau. Und wir locken uns jetzt gleich bei Trade Republic ein und dann zeige ich einmal, welche Titel bei mir denn nicht so gut performt haben. Und damit das sehr übersichtlich ist und ich jetzt nicht hier zwischen den ganzen Zeilen hin und her scrollen muss, welche Titel dann am schlechtesten sind, gibt es eine ganz einfache Funktion bei Trade Republic. Du scrollst nach unten, gehst auf Analytics, gehst auf Position und dann siehst du hier schon seit Kauf, der Filter ist schon eingestellt, du kannst auf Gesamtposition gehen, dann siehst du die prozentuale Gewichtung der Titel und ja, wenn ich jetzt auf prozentualen Wert gehe pro Kauf oder seit Kauf, dann fängt das hier mit den besten Titeln an. Siehst hier IBM fast 45% im Plus, gefolgt von Shell. Aber dazu habe ich, wie gesagt, schon ein Video gemacht. Gerne anschauen. Wir scrollen mal nach unten. Du siehst, es ist viel grün hier bei mir im Langzeitdividendendepot. Aber hier kommen auch noch ein paar rote Titel. Also ich beziehe mich jetzt auf die Top 5, Flop 5, wie auch immer. Du kannst aber auch, du siehst es ja hier, du kannst auch zwischendurch mal auf Pause machen und dir die anderen Titel sonst auch noch mal gerne anschauen. Kannst du einfach pausieren und dir das anschauen. Genau. Und ja, auf den ersten Platz von hinten befindet sich Orion Office Rate. Das ist eine Abspaltung von Realty Income. Die habe ich also so gesehen geschenkt bekommen. Also das, die wurden halt dazu gebucht. Die haben sich ja, getrennt vom Unternehmen Realty Income und dann wurden die Titel halt runtergerechnet von den Anteilen. Und dann hat man eben diese Anteile aus dem Depot gutgeschrieben bekommen. Hier bin ich 80% im Minus, dadurch, dass es eine Geschenkaktie in dem Sinne ist, tut mir das nicht weh. Und du siehst auch unten den Wert, es sind nur 7,34 Euro. Ja, dann kommen wir auf den zweiten Platz, das ist Walt Disney. Minus 18,31% aktuell. Walt Disney, auch das ist eine Geschenkaktie, die habe ich bei der Trade Republic Geschenkaktion bekommen. Wenn du auch interessiert bist an einer Gratisaktie bis, oder im Wert von 15 Euro, dann kannst du dir unten meinen Einladelink angucken, den ja, aktivieren, raufklicken. Und dann musst du, um diese Gratisaktie zu halten und damit ich die Gratisaktie auch erhalte, ja, erstmal ein Konto eröffnen über den Link, 100 Euro einzahlen und dann musst du 3 Investments tätigen. Und die Sparpläne zählen dann nicht mit, also du musst wirklich 3-mal kaufen oder 2-mal kaufen, 1-mal verkaufen, auf jeden Fall 3-mal eine Transaktion durchführen. Dann erhältst du den Bonus, dann halte ich den Bonus. So viel dazu. Nike habe ich auch anfangs als Geschenkaktion geschenkt bekommen und habe dort aber aktiv nachgekauft in der letzten Zeit. Die waren ja 25% im Minus bei mir im Depot. Da habe ich jetzt die letzten Monate, wenn du meine Videos kennst, Aktien-Einkaufsvideos nachgekauft. Die kommen natürlich auch regelmäßig, also an dieser Stelle gerne abonnieren hier. Da habe ich Nike nachgekauft und ich werde auch weiterhin Nike nachkaufen. Also Orion Office Rate und Walt Disney werde ich nicht nachkaufen, weil das bei mir eben ja,
Geschenktitel sind. Walt Disney zahlt zwar auch eine Dividende und Orion Office Raid auch. Oder Raid oder wie auch immer man das ausspricht. Aber die sind nicht bei mir im Sparplan, die werde ich nicht aktiv besparen. Bei Nike sieht das schon anders aus. Das ist also mein selbst ausgewählter Titel, der hier so schlecht läuft. Der ist auf Platz 3 mit 15,94% im Minus. Dann kommt Mercedes-Benz Group, ist auch eine Geschenkaktion gewesen von Trade Republic. Hier bin ich bei minus 13,43% im Minus. Die werde ich aber auch halten, also auch wenn die jetzt nicht aktiver Bestandteil meiner Dividendenstrategie sind, werde ich die behalten. Bei Walt Disney sieht das anders aus, auch wenn die jetzt eine Dividende gezahlt haben, würde ich Walt Disney, sobald die sich wieder ein bisschen gefangen haben, glaube ich, wieder verkaufen. Oder vielleicht auch in mein anderes Depot umschichten, das weiß ich aber noch nicht genau. So lange bleiben die jetzt erstmal drin, frisst ja kein Brot. Genau, Mercedes-Benz Group werde ich wahrscheinlich auch nochmal nachkaufen, auch wenn sie kein Bestandteil meiner Dividendenstrategie sind, aktiv. Also ich bespare diese nicht monatlich, kann sich aber vielleicht im Laufe der Zeit noch ändern. Ja, und dann kommen wir schon auf den fünften Platz, und zwar ist das Louis Vuitton. Auch noch nicht so lange bei mir im Sparplan, jetzt seit 16 Monaten, glaube ich, bei mir im Sparplan, war ein 1-Euro-Sparplan. Falls du nicht weißt, was mit meinem 1-Euro-Sparplan gemeint ist, verlinke ich mal hier oben in der Infobox, kannst du dir gerne anschauen, das Video. Würde jetzt den Rahmen sprengen, das wieder zu erklären, zumal ich das schon wirklich in sehr, 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 sehr vielen Videos erklärt habe und auch schon in diversen Kommentaren. Genau. Louis Vuitton ist bei mir bei schon einstellig jetzt hier im Minusbereich, 9,7% im Minus. Habe ich einen Wert von 380 Euro, also auch noch nicht so viel, wenn man jetzt sieht, wie viel ich bei den anderen Positionen habe, also bei Nike zum Beispiel 1.300 Euro, bei AGNC Investment über 4.000 Euro und im Durchschnitt sind meine Investitionen, die ich aktiv tätige, so zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Und siehst das hier, jetzt fängt das an, 2.3, na gut, Mainstream Capital fast 11.000, Target 1.6, Allianz 3, ja, AppWhite 2.4, Wells Fargo 2.5, Shell 2.5, also es ist sehr durchwachsen aktuell bei mir im Depot wegen der 1-Euro-Sparpläne, die ich noch weiter ausbaue. Aber ja, das sind so meine Flop 5 Aktien, die bei mir so im Langzeit-Dividenden-Depot rumdümpeln. Du siehst es hier, die anderen drei, was sag ich denn da, die anderen 6, 7 Titel, die dann noch mit rot sind. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Titel, habe ich mich verguckt. Die anderen 5 Titel, die da jetzt noch mit rot sind, sind ja im kleinen einstelligen Bereich, AGNC Investment noch mit 5% im Minus, habe ich jetzt mal mit erwähnt hier, beziehungsweise mit gezeigt, kannst du ja kurz mal pausieren und danach wird es schon grün und du siehst hier überwiegend grün bei mir im Depot, was mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefällt. Ja, die Kursentwicklung, du hast es wahrscheinlich in meinen Shorts gesehen, falls nicht, kannst du auch gerne mal in die Shorts schauen, dort kommen auch mal zwischendurch ein paar Updates, aber da bin ich jetzt nicht so im Fokus. Fokus liegt bei mir hier ganz klar auf meinem, ja, Investitionstagebuch, hier einmal die Woche kommt ein Video, immer mittwochs. Ja, und du siehst hier, dass sich das Depot doch sehr, sehr gut entwickelt hier mit über 11.000 Euro im Plus. Hier bei dieser Anzeige sind die Dividenden schon mit berücksichtigt und wenn man hier auf Analytics geht, wenn es denn funktioniert, dann sieht man hier 16,17% Kursgewinne, ohne dass die Dividenden berücksichtigt wurden. Und damit kommen wir auch schon zum Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich habe ja gesagt, es geht nicht immer nur bergauf bei der Börse, es geht auch mal bergab. Es ist eine Berg- und Talfahrt, aber im Großen und Ganzen, du hast es ja auch in meinem Durchschnitt gesehen oder in meinem am Ende des Videos, mein Gesamtdepot, wie sich das so entwickelt hat. Und da siehst du, es ist durchaus positiv. Und deswegen, ja, sollte man sich da nicht unbedingt einschüchtern lassen. Klar wird man als Anfänger nervös, wenn die Kurse denn mal sinken. Bei mir sind das aber Titel, mit denen ich mich schon etwas länger beschäftige und weiß, naja, wissen tut man das nie. Von dem Titel bin ich aber, ich sag mal, insoweit überzeugt, dass ich dort weiter investieren werde, den günstigen Einkaufspreis jetzt in dem Sinne mitnehmen werde, dass ich für mein Geld, was ich habe, mehr Titel oder mehr Anteile von diesen Unternehmen bekommen kann. Also freue ich mich eigentlich fast immer über fallende Kurse, gerade wenn es vor der Sparplanausführung ist, ist immer eine schöne Sache. Ja, bei Nike bleibe ich auf jeden Fall auch investiert und werde auch im
diesen Monat nachkaufen, beziehungsweise jetzt im August nachkaufen. Das nächste Video wird auf jeden Fall das Dividendenvideo für den Monat Juli 2024 sein. Ich war erst überlegen, das jetzt schon aufzunehmen, aber wir haben heute den 29.07. und ja, das wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen voreilig. Kann ja immer mal sein, dass noch eine Dividende sich verirrt, die eigentlich erst im nächsten Monat hätte gezahlt werden müssen, dann aber doch in den aktuellen Monat mit reinfließt. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, deswegen warte ich hier mit dem Dividendenvideo noch ein bisschen ab. Ja, falls dich das interessiert, wie viel Dividende ich im Juli 2024 erhalten habe, dann solltest du jetzt unbedingt abonnieren und du solltest auch abonnieren, wenn es dich interessiert, welche Aktien ich denn zu welchem Kurs bzw. zu wie viel Geld ich in die Hand genommen habe, um diesen Titel zu kaufen. Denn da kommt auch jeden Monat ein Update-Video, welche Aktien ich kaufe und wie viel Dividende ich erhalten habe. Falls dich das interessiert, gerne abonnieren, super Thanks geben, einen Daumen nach oben und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Investieren. Ciao, dein Pascal von PG Finanzen.